Junge, agile, hochmotivierte Startups haben sich auch im Pandemiejahr 2021 nicht den Schneid abkaufen lassen, sondern haben vielmehr mit neuen Geschäftsmodellen, Produkten und Ideen die Wirtschaft in Baden-Württemberg angekurbelt. Zum Beispiel SmartUp in Schwäbisch Gmünd. Ein Unternehmen, das sich auf Garagen und Stauräume für Gewerbe und Privatleute spezialisiert hat. Ich habe meinen Background geholt, tatsächlich mit den Gummistiefeln auf der Baustelle. Dominik ist für den kaufmännischen Teil verantwortlich, ich mache den technischen. Und der Altersunterschied und die Qualifikation, dadurch ergänzen wir uns eigentlich optimal. Nominiert durch die Kreissparkasse Ostalb gab es dafür den ersten Gründerpreis, überreicht durch die baden-württembergische Wirtschaftsministerin und den Präsidenten des baden-württembergischen Sparkassenverbands. Der zweite Gründerpreis ging gleich darauf an die Eco Water Solution GmbH in Kirchheim unter Teck. Das Unternehmen verkauft und installiert Kleinkläranlagen für Gebäude, die nicht ans zentrale Abwassersystem angeschlossen sind. Unser Kerngeschäft ist Wartung, Installation und Verkauf von Kleinkläranlagen. Und durch unsere langjährige Berufserfahrung und Know-how können wir die Reinigungsleistung und Effizienz unserer Bestandsanlage deutlich verbessern und natürlich auch die unserer zukünftigen Kunden. Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen hatte die Geschäftsidee nominiert. Der dritte Gründerpreis dagegen wurde auf Initiative der Kreissparkasse Heilbronn, und zwar für den anspruchsvollen Businessplan der Gründerin Lisbeth, florale Werkstatt in Flein im Landkreis Heilbronn, vergeben. Ich habe grundsätzlich eigentlich das Motto, weniger ist mehr. Also es soll irgendwo überschaubar sein. Der Kunde soll aber natürlich trotzdem einfach eine gewisse Vielfalt finden. Das heißt, wir haben unsere Schnittblumen, wir haben verschiedene Zierpflanzen, wir haben aber natürlich auch einfach ein Zusatzsortiment, dass man einfach so ein bisschen stöbern kann und eigentlich für jeden Anlass was findet. Auch der vierte Gründerpreis für die umweltfreundlichen Mehrwegbecher der Green Suns GmbH in Saasbach bei Emmendingen und der fünfte Preis für Wade Tech in Alt-Lussheim im Rhein-Neckar-Kreis, wo fachkundig Industrieunternehmen in Wasser- und Wasserdampftechnik beraten werden, wurde zusammen mit der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin verliehen. Die Gründerszene ist aktiv geblieben. Hier ist viel passiert. Viele Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, Eigenverantwortung zu übernehmen, ein Unternehmen zu gründen. Und diesen Weg wollen wir auch weiter unterstützen. Als Land ist uns das besonders wichtig, denn wir brauchen junge Innovatoren, auch ältere Innovatoren, Menschen, die neue Ideen generieren, daraus Produkte entwickeln und die dann auch auf den Markt bringen. Als Höhepunkt der Gründerpreisverleihung wurde auch in diesem Jahr ein Lebenswerk ausgezeichnet. Dr. Hans-Jochen Stein leitete Jahrzehnte die Hugo Kern und Liebers GmbH und Co. KG. Außerdem hatte er als mutiger Unternehmer im Schwarzwald in Schramberg 110 Arbeitsplätze gerettet und damit Schwarzwälder Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Kern Liebers ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Schramberg im Schwarzwald und fertigt Präzisionsprodukte für Systemhersteller der Automobil-, Textil- und Konsumgüterindustrie. Hans-Jochen Stein blieb immer mit der Stadt Schramberg verbunden und engagiert sich bei sozialen Einrichtungen und Stiftungen. Diese Verbundenheit mit dem Gründungsort führte auch dazu, dass er zusammen mit seinem Sohn 2008 die insolvente Uhrenfabrik Junghans übernahm. Alte Uhren, alte Musikinstrumente, selbstspielende Musikinstrumente und alte Gebäude, das ist jetzt eigentlich die Krönung eines Lebens. Die Verleihung des Gründerpreises 2021 war ein festlicher Event mit viel positiver Stimmung und Zukunftsoptimismus, den auch der Präsident des baden-württembergischen Sparkassenverbands hervorhob. Wir sind dazugestanden. Wir haben gesagt, Mensch, jetzt gilt's. Krisenzeiten sind Sparkassenzeiten. Da muss man zeigen, Eigenkapital stark. Wir stehen zum Kunden, auch wenn es mal schwieriger wird. Wir glauben an den. Und es hat sich gut bewährt mit einer tollen Beratung. Wir haben über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die extra ausgebildet sind wie Förderberatung. Da hast du Ansprechpartner, die wissen Bescheid. Und es hat getragen.